Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Ein Fall aus den Medien hat mich in den letzten Tagen ziemlich beschäftigt. Es geht um die kleine Julia. Das 8 Jahre alte Mädchen war mit ihren Eltern nahe der tschechischen Grenze beim Wandern und ging verloren. Ganze 2 Tage und 2 Nächte hat das kleine Mädchen mutterseelenallein in der Wildnis verbracht. Ich als Mutter habe da unglaublich mitgebangt und gebetet und gehofft, dass das kleine Mädchen lebend wieder auftaucht. Und genauso ist es dann zum Glück auch gekommen. Sie haben die Julia zwar unterkühlt, aber lebend gefunden und inzwischen geht es ihr den Verhältnissen entsprechend wieder gut. Nachdem die Meldung des Auffindens aufkam, sind 3 verschiedene Fernsehsender auf mich zugekommen, TV-Sender, und haben mich um ein Interview gebeten, was ich ganz kurz und knapp empfehle, wie Eltern, Kinder oder eben auch Erwachsene, die verloren gehen, in so einer Situation reagieren sollen. Die Interviews dazu seht ihr jetzt. Viel Spaß! Deine 8-jährige Julia, ging es ja in diesen 2 Nächten allein im Wald tatsächlich darum, überhaupt zu überleben. Deshalb lassen wir uns heute in der Abendschau von einer Outdoor- und Wildnisexpertin mal zeigen, was jeder von uns tun kann, wenn man sich im Wald oder auch in den Bergen verirrt hat. Und da merken wir uns zu Beginn gleich mal eins: Man sollte immer was dabei haben, im Rucksack, in der Ausrüstung, eine Trillerpfeife. Ja, warum? Das sehen Sie gleich bei mir in der Abendschau. Das bewegt Bayern heute. Die Abendschau mit Christoph Däumling. Guten Abend. Ja, gestern bei uns zu Beginn der Abendschau ganz aktuell natürlich die Berichte über dieses glückliche Ende der Suche nach der 8-jährigen Julia. 2 Nächte hatte sie mutterseelenallein im Wald verbracht. Sicherlich gestern dann auch beim Abendessen in vielen Familien die Frage, was tun, wenn tatsächlich mal ein Kind in der Natur, in der Wildnis verloren geht? Wie sollte man sich dann am besten verhalten? Und zwar nicht nur das Kind, sondern auch wir als Eltern. Mein Kollege Matthias Flaskamp hat sich das mal von einer Expertin erklären lassen. Ein einsamer Wald mitten im Chiemgau. Also da könnte einem schon mulmig werden, wenn man sich verläuft. Gott sei Dank treffe ich gleich jemanden, der da ein wirklicher Experte in dem Bereich ist. Das ist die Vanessa Blank. Die hat einen eigenen, sehr erfolgreichen YouTube-Channel. Der heißt Bushcraft und Abenteuer. Und da zeigt sie, wie man sich in der Wildnis verhalten soll. Gott sei Dank ist die Vanessa Blank nicht weit weg, nur ein paar Schritte weiter. Servus. Hallo, grüß dich. Hast du ein paar Tipps für mich? Ja, klar. Du hast ja da einen Rucksack. Was sollte man da deiner Empfehlung nach immer drin haben? Also ich habe jetzt hier 3 essentielle Dinge dabei. Da empfehle ich, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder diese Gegenstände mit sich führen. Zum einen eine Taschenlampe. Die Taschenlampe leuchtet mir nicht nur den Weg im Dunkeln. Natürlich kann ich damit auch auf mich aufmerksam machen, mit dem Lichtschein. Dann habe ich hier eine Pfeife. Kann man einen Hund rufen. Oh, okay. Irgendwann, wenn man schreit und schreit und schreit und keine Hilfe kommt, dann versagt die Stimme. Und die Pfeife kann man trotzdem noch betätigen, denn da muss man eigentlich nur stark ausatmen und kann somit auch auf sich aufmerksam machen. Und dann eine Rettungsdecke, die ist genauso klein wie ein Taschentuchpäckchen. Und die kann ausgebreitet nicht nur wärmen. Aha. Oh, die ist ja riesig. Sondern man kann damit auch Gegenstände transportieren, wie zum Beispiel Laub für eine Notunterkunft. Oder man kann es auch als Regenjacke benutzen. Denn wenn man nass wird, unterkühlt man natürlich schnell. Probier es gleich mal aus. Dann hast du nur die falsche Seite, denn die goldene Seite gehört nach außen zum Wärmen. Wenn man jetzt am Berg unterwegs ist, dann heißt es natürlich immer bergab gehen. Denn am Fuße des Berges ist meistens Zivilisation. Und falls du auf Wasser treffen solltest, das ist auch immer ein sehr guter Wegweiser, denn Wasser führt immer auch an Zivilisation vorbei. Einfach dem Wasserlauf folgen und irgendwann triffst du auf Menschen. Also bergab gehen, Ortsmarken merken und dem Wasser folgen. Richtig. Eigentlich ganz einfach. Ja. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel einen umgefallenen Baum. Okay, was machen wir damit? Naja, stell dir vor, es wird Nacht, die Dunkelheit bricht über uns herein und wir brauchen jetzt unbedingt ein Nachtlager. Also nutzen wir die vorhandenen Ressourcen, zum Beispiel Felsblöcke oder wie hier einen umgefallenen Baum und bauen uns hier ein Nachtlager, denn da ist uns mit der einen Seite schon mal Arbeit abgenommen. Okay. Wie geht's so, weiter? Du nimmst jetzt die Rettungsdecke auf der Seite, bitte. Okay. Und die befestigen wir jetzt einfach mit einem Stock hier auf der Seite des Stammes. Okay, mach ich. Und mach das gleiche auf der anderen Seite. Oh, super. Okay, Vanessa hat wirklich super Tipps und auch schon eine eigene Unterkunft. Und
Ich glaube, ich muss mir noch was suchen für die Nacht. Das war das Interview des bayerischen Fernsehens und jetzt folgt das Interview bei Sat.1. Tja, und im Chiemgau in Oberbayern begrüße ich jetzt Vanessa Blank. Ich grüße Sie, Frau Blank. Zum einen sind Sie Überlebenstrainerin mit einem sehr erfolgreichen Blog auf YouTube und Sie sind Mutter von 3 Kindern. Ich bin mir sicher, dass Sie die letzten Tage da die Suche nach Julia ganz besonders intensiv verfolgt haben. Das sind natürlich Tage, die will niemand, kein Vater, keine Mutter irgendwann mal miterleben, dass das Kind im Wald verschwindet. Wie leicht das passieren kann, haben wir jetzt gesehen. Gibt es denn Möglichkeiten? Viele Familien wandern ja, entdecken die Natur immer mehr in den letzten Jahren. Kinder auf sowas vorzubereiten, was sagt man den Kindern im Vorfeld am besten? Ja, also hallo erst einmal. Natürlich ist es wichtig, wenn man die Kinder vorher auf solche Situationen vorbereitet. Also man soll erstmal überlegen, welche Situationen sind für mich realistisch, was kann mir und meiner Familie zustoßen und dann mit den Kindern gemeinsam Lösungsvorschläge erarbeiten. Das Ganze sollte man natürlich nicht nur einmal machen, denn wenn dieser Fall wirklich eintritt, ist das Kind extrem gestresst, es hat Panik und es kann dann überhaupt nicht mehr rational denken. Und deswegen ist es wichtig, dass man es immer wieder wiederholt, dass es wirklich im Gedächtnis bleibt und im Fall des Falles das Kind sich wenigstens an eins erinnern kann. Also man kann das ganz spielerisch im Alltag auch mit einbringen, wenn man spazieren geht, dass man den Kindern die Aufgabe gibt, sie sollen sich jetzt ganz genau die Umgebung anschauen, besondere Merkmale, große Bäume oder Felsformationen, irgendwas, was ins Auge sticht. Und dann versuchen, den Weg nach einer Weile wieder zurückzufinden, dass sie die Führung übernehmen. Welchen Weg sind wir gegangen und was kann ich mich erinnern? Also sowas zum Beispiel kann man ganz spielerisch mit einbringen. Also aufmerksam beobachten, wo man denn war. Sie haben gerade das Thema ruhig bleiben angesprochen. Das fällt ja Erwachsenen dann schon schwer, nehme ich an. Man ist plötzlich irgendwo im Wald und hat keine Ahnung, wo es hingeht. Für Kinder muss das noch viel schlimmer sein. Haben Sie da Tipps, wie man am besten ruhig bleibt, auch was man Kindern sagen könnte? Im ersten Moment finde ich es wichtig, dass wenn man verloren geht, dass man auch erstmal am Platz bleibt. Am besten irgendwo hinsetzen, erstmal durchschnaufen, weil dann hat nämlich meine Familie oder mit wem ich unterwegs bin auch die Möglichkeit, dass er mich findet. Wenn ich mich jetzt fortbewege und die Suchmannschaft oder meine Familie mich auch sucht, dann läuft man immer im Kreis umeinander herum und man findet sich vielleicht gar nicht. Also erstmal eine Stunde oder so sitzen bleiben, dann kommt man selber auch zur Ruhe. Dann überlegt man, was habe ich, welche Ressourcen habe ich, was habe ich dabei und wie könnte ich mich jetzt selber aus dieser Lage befreien? Tja, Frau Blank, und wenn es dann trotzdem passiert, man geht verloren, was tut man am besten, um da zu überleben? Viele fragen sich ja, wie hat die Julia das denn geschafft, in der völlig fremden Umgebung da 2 Tage bei eisigen Temperaturen zu überleben? Was geben Sie für Tipps? Zum Ersten sollte man Indikatoren für Zivilisation suchen. Das könnte zum Beispiel ein Strommast sein. Folgt man den Strommasten, dann kommt man irgendwann zu einer Siedlung. Oder Jägerhochstände, Markierungen an Bäumen. Oder man geht am Fuße eines Berges runter, also wenn man auf dem Berg oben ist. Oder aber auch man folgt einem Flusslauf, denn da kommt man zwangsläufig irgendwann zur Zivilisation zurück. Wenn man das nicht hat, wenn man nichts finden kann, dann muss man natürlich versuchen, gerade wenn die Nacht hereinbricht, dass man sich ein provisorisches Lager errichtet. Ganz wichtige Tipps, die wir hoffentlich alle nicht brauchen. Trotzdem schön, dass wir es gehört haben und vorbereitet wären für den Ernstfall. Vielen Dank, Vanessa Blank in den Chiemgau. Dankeschön. Danke auch. Das waren die Fernsehinterviews. Aber natürlich gibt es da ein Zeitlimit und ich konnte nicht so viel erzählen, wie ich wirklich erzählen wollte und mitgeben wollte. Und mich hat dieser Fall wirklich in den letzten Tagen unglaublich beschäftigt. Man fiebert mit, man zieht selbst irgendwie Parallelen zu sich. Meine Kinder sind auch oft alleine im Wald unterwegs und ich bin nicht in unmittelbarer Nähe. Und dann überlegt man schon, handle ich überall richtig? Sind meine Kinder ausreichend darauf vorbereitet? Ich meine, die Julia, die hatte ja, zumindest gehe ich davon aus, kein Grundwissen, wie verhalte ich mich jetzt? Sie hat zwar trotzdem intuitiv wirklich echt das richtig gemacht. Sie hat sich selbst geschützt und irgendwie versucht, alleine das zu meistern, was sie wirklich großartig gemacht hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Kinder wirklich nicht auf sowas vorbereitet sind. Ich meine, wir Buschkrafter, klar, da gehen die Kinder wahrscheinlich oft mit und schauen über die Schulter. Aber sind sie wirklich darauf vorbereitet, wenn sie verloren gehen würden, dass sie da alleine durchkommen? Ja, ich habe da natürlich viel reflektiert und es gibt auch noch so viel mehr zu sagen, was ich sagen möchte. Und ich bin mir sicher, bei euch sind auch viele dabei, die Kinder haben, die ihre Kinder natürlich jetzt auch nochmal gesondert schulen möchten in dieser Hinsicht. Und es gibt einiges, was man den Kindern nicht nur mental mitgeben kann, sondern auch an Ausrüstungsgegenständen. Und da mache ich euch ein gesondertes Video dazu, wie überlebe ich als Erwachsener oder als Kind so eine
Zeitspanne im Wald und wie finde ich auch wieder zurück zur Zivilisation? Was soll ich machen in diesem Fall? Wie gehe ich vor? Was ist die richtige Vorgehensweise? Ja, und zu guter Letzt möchte ich die Julia als Ehrenbuschkrafterin auszeichnen. Ich finde, diesen Titel hat sie echt verdient. Sie hat 2 Tage und 2 Nächte allein in der Wildnis verbracht, hat echt alles richtig gemacht. Sie hat sich Schutz gesucht und ich möchte der Julia gerne etwas mit auf den Weg geben. Nicht nur, dass wir sie als Ehrenbuschkrafterin ernennen, sondern ich möchte ihr auch ein Buch von mir schenken und ich lade sie und die beteiligten Kinder für einen Wochenendkurs zu mir nach Bayern ein. Und dann möchte ich natürlich situationsangepasst und behutsam ihr einiges mit auf den Weg geben, wie man in der Wildnis überlebt. Also, falls irgendjemand die Julia kennt oder irgendwie Beziehungen hat, lasst es sie doch wissen, wenn sie das Ganze ein bisschen verdaut hat und verarbeitet hat. Und wenn sie möchte, dann ist sie herzlich eingeladen. Also dann, wir sehen uns bald zu diesem Thema in einem neuen Video. Macht es gut. Ciao.